Hier bleibt kein Platz für dich und mich, denn Kids sind immer Kids. Mein Haus, mein Garten. Wer kauft Böller mit meinen Bankkarten? Mein Porsche. Selbst schuld. Ich mache Urlaub, bis es wieder losgeht. Meine Stadt. Mäh. Halt, ich glaube, jemand plant ein Attentat. Sie tun, was sie wollen und reißen Eltern vom Sitz. Und Flip. Riskieren Kopf und Kragen, denn Kids sind immer Kids. Kids sind immer Kids. Zerstören schöne Dinge, ohne aufführen Mist. Kids sind immer Kids. Soll das heißen, dass das alles ist? Nein! Kids sind immer Kids. Wir sind hart und schalten ein. Wir wollen ihre Rettung sein. Das geht mich überhaupt nichts an, bis es wieder losgeht. Diese Kinder, sie werden meine Stadt zerstören. Sagt mir, was soll ich tun? Eine Bürgerversammlung? Großartige Idee. Das war die dümmste Idee aller Zeiten. Und damit euch Kleinen nicht meine angemessen Großen blagen. Mein Name ist Jeff der Schwätzer und ich mache Sie, den Bürgermeister, persönlich für alles verantwortlich. Wartet! Er ist der Bürgermeister, ich bin der Bock, seht ihr? Ich esse, was andere wegwerfen. Sie stellen sich einfach hin und sagen, Mäh, während sich unsere Kinder verletzen und noch wichtiger, sich an unseren Sachen vergreifen. Ich spreche nicht ziegisch, aber ich protestiere gegen Ton und Geruch unseres neuen Bürgermeisters. Ist er nicht eigentlich nackt? Ihr stürzt euch auf den Falschen. Er ist der Bürgermeister. Tuppi, was sollen wir denn jetzt tun? Stopp! Flappy Bob? Ganz recht, Freunde. Ich bin's, Flappy Bob. Besitzer, Betreiber und geschäftsführender Vorstand von Flappy Bobs Lernatorium. Entschuldigung, kommt nicht wieder vor. Flappy Bob? Ich dachte immer, Sie wären ein Clown. Ich bin kein Clown. Ich bin der Mann mit den Antworten auf all Ihre Sommerferienprobleme. Ich präsentiere Ihnen Camp Lernatorium. Ein brandneues, während der Ferien rund um die Uhr geöffnetes Betreuungs- und Erziehungscenter. Wir können ihn doch nicht den ganzen Sommer ins Lernatorium stecken, oder doch? Selbstverständlich. Wir akzeptieren alle Kreditkarten. Gary. Betty. Ich höre eure Klagen, das letzte Jahr war schwer. Der Urlaub liegt nun vor euch und ihr fragt laut, hat's wer?